Eine Katze in Not, da können wir natürlich keine Pause machen. Ja. Haben wir aber gemacht. Haben wir gemacht. Furchtbar. Wie ist der Lord Fluffy Boots der Dritte? Nee, wer ist in Gefahr? Ich hab den Namen vergessen. Das ist das Maskottchen der Feuerwehr. Siehst du, weil wir eine Pause gemacht haben? Ich habe dieses ganze tragische Schicksal komplett ignoriert. Was machen wir denn jetzt? Achso. Jetzt müssen wir eine Leiter bauen. Wie heißt er nochmal? Ich hab seinen Namen vergessen. Enrique Delgado García Armando der Dritte. Ich weiß es nicht. Das ist aber keine Leiter, oder? Hoffentlich ist mein Training bald zu Ende. Ich muss noch an das Löschboot kommen. Hat Winnie erstmal das Boot, verfolge ich ihn bis zu Rex. Wir haben uns immer noch bei der Feuerwehr eingeschmuggelt. Und machen gerade unsere Grundausbildung. Aber was wir jetzt gar nicht geklärt haben, also wir wissen jetzt, dass wir die Tür nicht so einhacken können, aber diese Stromkasten, das geht noch nicht, oder? Aber ja, wir konnten das auch noch nicht ausprobieren, also es gab noch keine Situation. Los, Beeilung! Es ist bald Zeit für Admiral Pompons Nickerchen. Waren deshalb diese stinkenden Fischstückchen in der Tasche meiner Uniform? Exakt! Aber auch als Notration für dich! Hallo? Ist da überhaupt noch was? Ach nee, es geht hier weiter, oder? Da musst du hoch. Ah, ich höre ihn schon. So, da nochmal einhauen. Hier seitlich kannst du was sprengen, oder? Mit Dynamit. Ich habe aber dummerweise keins, aber da jetzt gibt's hier welches. Praktischerweise eins. Nein! Ah, Steine runtergefallen. Nee, du musst der Bergarbeiter sein. Ach so, genau. Wurde so ein Gauner auch ganz gut mit Sprengstoff. Stimmt, aber das passiert dem Gauner total oft, dass der dann sich vertut und da steht er plötzlich in der Mine und weiß nicht so recht, was er da soll. Ich dachte, er steht im Canyon auf der Straße und wundert sich, wo das Klavier herkommt. Admiral Pompon hat unser vorheriges Maskottchen, Kommandant Kralle, abgelöst. Und glaub mir, Kommandant Kralle hatte seinen Namen verdient. Wie ist der böse? Messerscharf bei Vertragsverhandlungen. Der böse bei Inspector Gadget war Dr. Kralle, oder? Inspector Gadget, das habe ich nie gesehen. Ich kenne das gar nicht. Mich hat die Serie mal aggressiv gemacht. Inspector Gadget ist für die jungen Menschen. Inspector Gadget ist so wie uns beim Let's Playen zuschauen. Bei Inspector Gadget gab es nämlich immer die Nichte von Inspector Gadget, die total schlau war und alles konnte und wusste. Und Inspector Gadget ist so wie wir, der immer die ganzen Spielsachen bekommen hat, aber halt keine Ahnung hat, wie man sie hernimmt. Aber Inspector Gadget hat das nie akzeptiert, oder? Er hat immer gedacht, er könnte das wahnsinnig. Ja, der Gag ist ja auch, dass die Nichte sich nie zu erkennen gegeben hat als die totale Checkerin und halt immer im Geheimen alles gelöst hat für ihn. Ach so. Und die Chefs haben immer geglaubt, Inspector Gadget hätte es gemacht. Aber eigentlich wäre, also der Hund war auch noch dabei. Der Hund und die Nichte, die haben immer alle Verbrechen aufgeklärt und Inspector Gadget gerettet. Und er hat am Ende die Lorbeeren eingeheimst. Oder wie aber mein Kumpel Chris sagen würde, von ihm. Die Lorbeeren eingesahnt. Oh, was ist das, ein Sprengauto? Oh nein! Gut, dass wir noch eins haben. Jetzt aber nicht dagegen fahren. Nein, es hat sich verkeilt! Ja! Ach, guck mal, da oben ist ja schon die Katze. Ja. Mietzi! Das war ja einfach. Was ist das jetzt? Fischbutton. Fisch. Haben wir doch garantiert als Feuerwehrmann dabei, oder? Ach stimmt, der hat ja gesagt, der hat sogar Fischstückchen in der Jackentasche. Ja, das ist bestimmt gesund. Wenn die jetzt eine Rappel kriegt, ist das Gesicht du weg. Du hast ihn gerettet! Okay, dann sind wir hier fertig. Bis gleich drin bei der Geburtstagsfeier vom Brandmeister. Da gibt es eine Menge zu essen. Teleport, cool. Was zu essen! Wow, das haben sie aber schön hergerichtet hier. Ah, das könnten wir mal für Chief Dumby machen. Dann wäre er vielleicht auch nicht so mürrisch. Winnie ruft an. Hören wir mal, was er sagt. Hallo? Tut's nicht. Mag's nicht. Hey, Jesse, wie läuft's bei deinem neuen Job?
Gut, aber ich muss den Brandmeister aus seinem Büro locken, damit ich die Tür zum Bootshaus aufbekomme. Wirst mich schon nicht enttäuschen, Kleiner. Die letzte Person, die mich enttäuscht hat, hat die Farm gekauft, weißt du? Du meinst... Genau, selbst nach meiner Warnung für diese Fehlinvestition. Aber lass dich nicht unter Druck setzen. Du kriegst das schon hin, Kleiner. Jeder hat irgendeine Schwäche. Sagt man das im Deutschen auch? Was? He bought the farm? Er hat die Farm gekauft? Nee, das nee, oder? Gibt's gar nicht. Also für die Menschen, die jetzt total verwirrt sind, das ist im Englischen ein Ausdruck für ist gestorben. Gar nicht gut. Das kriege ich nicht hin. Die Köpfe drehen sich und ich kann meinen Feuerlöscher nicht gerade halten. Genau das Problem hatte ich auch. Ist schon besorgniserregend. Immerhin sind wir ja Feuerwehrmänner. Ich muss mir gerade so verknöpfen. Oh mein. Die härtesten zwei Folgen für mich. Ja. Schon wieder. Brandmeister Burns ist ja so ein Spielverderber. Ja, nur weil wir ihm den falschen Kuchen besorgt haben. Und die Kerze für ihn ausgepustet haben. Und einige seiner Geschenke geöffnet haben. Und ihm zum 50. gratuliert haben, obwohl er erst 40 geworden ist. Und ihm eine Muttertags- statt einer Geburtstagskarte gegeben haben. Und seinen Namen falsch geschrieben haben. Na und? Er ist ja so empfindlich. Du musst da richtig rein, bis der Ballon platzt. Du musst auf ihre Münder zielen. Aber nur, wenn sie dich anschauen. Das ist bei South Park mit der Schwindelbude. Was? Die Bälle sind viel zu groß für Jennifer Love Hewitts Mund. Da gibt es bei South Park eine Folge, wo sie dann so einen Karneval haben und dann ist ein Spiel besteht darin, so einen großen Ball in, also an so einem Stand in so einen Puppenmund reinzuschmeißen. Und das ist halt der Kopf von Jennifer Love Hewitt. Absolute Weltklasse. Was ist denn da draußen los? Ich verbiete mir, dass ihr an meinem Geburtstag Spaß habt. Wehe, ich sehe da unten jemand lächeln. Und dann rufen sie die Schwindelstrafe aus. Und dann laufen sie alle mit Fackeln und Mistgabeln rum. Aber das hat ja jetzt nichts mit Lego zu tun, Michael. Sag mal, Laufräder, aber die kennen wir eigentlich schon. Nein, das ist Buffet, oh nein. Dass ihm da niemals jemand irgendwie ein bisschen in die Quere kommt, wo er sagt, jetzt hier, nee, Rechnung und so, weißt schon, kommt nicht so gut. Ah, davon sind aber nur noch zwei irgendwo. Wer hätte gedacht, dass man als Feuerwehrmann so viel Papierkram am Hals hat? Ja, echt unglaublich. Es gibt hunderte Formulare nur für das Retten von Katzen. Weiß ich. Wo wir schon dabei sind. Hast du einen 37B? So eins für Kurzhaar. Gut. Ich bin wohl mit der Arbeit für heute fertig. Ich Buch einpacken sollen. Jetzt und jetzt? Hau mal ein bisschen rum. Gut. Ah, schau mal an. Eine geheime Spur. Wäre es eine Couch gewesen, hätten wir jetzt vielleicht Jesus finden können. Diese Blasphemie. Aber ihr werdet auch enttäuscht, wenn das hier nicht mit blasphemischen Sprüchen garniert wäre. Da in einem Aktenschrank. Ja! Dem unauffälligen Aktenschrank, der nicht gehen wollte. Hast du dich schon mal in Burns Büro geschlichen? Fast. Bin oben auf die Lampe davor geklettert. Aber von da war es für einen Sprung zu weit. Würde es mit einem Gleitschirm klappen? Da hätte ich total Lust drauf. Ach, räumen die auch die Schreibtische ab, oder? Ach, du kannst dann über die Lampen springen. Also quer durch den Raum. Und dann wahrscheinlich, wenn sie sagt, mit Gleitschirm. Das klingt doch sehr nach Bauer Fred. Und jetzt totale Hühnerpower, ja! Der andere mit der Mütze. Wieder war es falsch. Aber es ist ja noch in seinem Büro. Oder? Wenn wir jetzt einfach runtergehen?
Nee, der ist weg. Dann das Geschenk kaputt hauen. Ja! Yeah! Polizeimarkenteil. Dude. So, Tresor geknackt. Jetzt gibt's was. Oder auch nicht. Was hab ich denn jetzt? Den Schlüssel in der Hand. Und damit kannst du jetzt das Boot knacken. Und damit Winnie Papayado verfolgen. Und damit Rex Fury aufspüren. Und damit diese Geschichte abschließen. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Rex Fury bis jetzt noch nicht groß aufgetaucht ist. So. Außer mal kurz in der Cutscene. Also ich habe noch keine Beziehung zu ihm als Bösewicht so ein bisschen aufbauen können. Vielleicht muss man dazu diesen 3DS-Prequel spielen. Oh. Ja, aber schauen, was da so los ist. Jetzt haben wir uns sogar Feuerwehrmann gerecht an der Stange runtergeschwungen. Ja, bitte, was sonst? War das mal bei Mythbusters, wo sie versucht haben, diese Batman, also diese Bat-Tubes nachzubauen? Also so Stangen, wo man runterrutscht und angezogen wird? Ich glaube, das war irgend so eine Sendung, ich glaube sowas wie Mythbusters oder so, wo das halt irgendwie Studenten nachgebaut haben. Und? Zu welchem Schluss sind sie gekommen? Dass es wohl mit so einfachen Sachen geht, wie mit einem Mantel oder so, geht das wohl irgendwie, aber alles andere... Und der hat ja immer noch ganz so einen dicken Bat-Gürtel und was hat er sonst noch so dabei? Ja, und dann hat die Unterhose über der Hose. Stimmt, und genau. Bat-Leggings. Ja. Der ist der, das war der eigentliche Super-Bat. Eigentlich hätte der andere Film gar nicht so heißen dürfen. Hüpf. Wupp. Ja, hoch mit ihnen. So, und jetzt? Oh. Da musst du wahrscheinlich hier unten abstellen, oder? Mit der Farbpistole, hast du noch rot? Ich glaube nicht. Ist schon richtig. Nee. Oh. Aber das ist schon okay, also es muss eigentlich immer in der Nähe von so einem Farbfeld auch dann irgendwo einen Umschalter geben. Ja. Weil man kann ja da mit jeder Farbe reingegangen sein, oder? Hatten wir hier in der Umgebung schon mal... Ich habe nichts gesehen. Irgendeine Farbgeschichte? Ich glaube nicht. Unten. Aber ich gucke auch nicht hin. Ich lese Tolstoi. Trägst du es nicht? Es ist ja ein unerträgliches Spiel. Es ist humorbefreit, abwechslungsarm. Das war Ironie. Der hier aber. So ein bisschen Lego City Undercover ist ein bisschen wie diese TV-Serie The Pretender damals. Ja, das noch? Ja. Der konnte doch dann auch irgendwie immer alles. Der. Wenn er Arzt sein wollte, dann war er doch irgendwie nach 5 Minuten Arzt-Serie schauen, war er doch voll der Arzt. Ja. Ist ein bisschen wie die komplett gefloppte Sendung, die so viel Potenzial hatte, Dollhouse von Joss Whedon. Ach ja. Wo die auch immer pro Folge alles sein konnten. Und dann war es im Endeffekt 2 Staffeln lang Leute, die in einem Spa rumstehen. Ach, was war ich enttäuscht. Aber woran lag es? Hat er kein Geld für vernünftige Geschichten gehabt? Oder? Puh, keine Ahnung, es gab einzelne Episoden, die richtig cool waren. Und der Großteil der Episoden war ganz schöner Scheiß. Da kannst du aufsprengen. Aber da ist doch der Farbwechsler dahinter. Ach, da kann ich es reinmachen. Ja, ah, okay. Genau. Jetzt habe ich nicht richtig mitgedacht. Ich bin richtig geschnallt. Und Rossorot. Dann können wir jetzt oben. Ne, wo können wir jetzt umschalten? Das ist da vorne. Ne, rechts ist es. Genau. Dann da reinschießen und dann können wir jetzt mit dem Aufzug wieder hochfahren und klettern. Und dann ist der Ventilator aus. Dann können wir hier... Ah, dann können wir einen Vogelflug machen. Voll abhuhnen.
Was? Voll was? Abhuhnen. Ach so. Hä? Na mach doch. So. So, machen wir den Bauern. Hey, Chase, hier drüben. Ach, schau mal, da hinten schon das Polizeiboot. Wie seid ihr hier reingekommen? Geschwommen. Erst geschwommen. Ich hab die Hintertür genommen, weil ich nicht doof bin. Oh Mann, ich musste die ganze Grundausbildung ertragen, um hier reinzukommen. Das ist auch gut so. Wir sitzen nämlich auf dieser Seite des Zauns fest. Jupp. Und die große Tür kriegen wir auch nicht auf, um das Boot rauszuschaffen. Überlass das mir. Tja, als ob wir eine Wahl hätten. Boah, ich mag ihn. Aber wir brauchen die reichen Kinder aus Far Cry, oder? Die kriegen doch auch immer Boote aus geschlossenen Höhlen raus. Aber hallo. Ich glaube, wir rufen die in der Pause mal an. Machen wir. Und dann spielen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Tschüss.